Geht schon, Maria, komm. Servus, ich bin die Maria und wir sind hier im nördlichen Frankenjura. Rund um Gößweinstein gibt es ja einige Klassiker, unter ihnen auch der Sautanz an den oberen Gößweinsteiner Wänden. Erst begangen 1981 vom Kurt Albert und dann Free Solo, wiederholt vom Wolfgang Güllich. Ja, ich wollte eigentlich die Tour mir gar nicht unbedingt anschauen, bin mehr zufällig da mal reingegangen und habe mich total verliebt. Uneingeschränkt empfehlenswert, weil es sehr vielseitig ist. Man beginnt mit einem Riss unten, den man sehr kraftsparend klettern kann. Die Power braucht man dann auch weiter oben noch für die dynamischen Züge an Löchern. Das sind sehr weite Züge, da muss man mal gut treten, auch hoch antreten. Und die Schlüsselstelle ist dann ein Zug nach links rüber in ein kleines Loch, wo man mit rechts festhalten muss. Und dann kann man links weiter rüberziehen in ein größeres Loch. Muss einmal die Füße noch sauber setzen und ist dann beim Schlussteil der Tour angelangt, wo man über Henkel bis nach oben einen Runout hat, bei dem man nicht unbedingt nur stürzen sollte, aber auch das habe ich ausprobiert. Genau. Ja, die Tour war bis jetzt, glaube ich, die schwerste, die ich geklettert bin und auf jeden Fall die, wo ich die meisten Versuche gebraucht habe. Aber sie ist so schön, dass man sie auch gern öfter klettert und weil es so ein Klassiker ist, fühlt man sich da sehr geehrt, wenn man das dann auch klettern kann oder klettern darf überhaupt und man wertschätzt es dann ganz anders, was das früher für eine Leistung war, das zu klettern. Gestern habe ich den Sautanz dann endlich durchsteigen können. Hat mich sehr gefreut und es hat sich dann auch wunderbar leicht angefühlt, genauso wie ich die Züge geplant habe, haben alle funktioniert. Es war, glaube ich, der 18. Versuch oder so und gestern habe ich gar nicht mehr verstanden, wo das Problem dann plötzlich war. Total nervös, nachdem ich die Schlüsselstelle geklettert habe. Das ist nur ein leichter Teil oben raus, aber ich war total aufgeregt irgendwie und habe mir gedacht, war zurückbleiben, das noch fertig klettern. Und dann denkt man sich, ah, endlich hat es funktioniert. Und ja, ist einfach schön. Thank you.
Oh, stark! Was war denn das jetzt? Sau gut! Im Führerstehler ist es schon abgeklettert, aber ich finde, das ist gar nicht unbedingt so. Ich finde die Griffe und Tritte alle noch wunderbar. Man sieht zwar ein bisschen, dass sie abgespeckt sind, aber es ist überhaupt kein Problem. Es ist nicht rutschig. Viel Spaß damit!